In diesem Video möchte ich einiges zur Bedienung von GeoGebra vorführen. Ich beziehe mich konkret auf ein Beispiel aus einem Mathematikbuch, wo es um Bevölkerungsentwicklungen in China und Indien geht. Es handelt sich dabei um Exponentialfunktionen und in China schaut die Entwicklung so aus, dass man im Jahr 2003 1287,0, das muss man natürlich nicht unbedingt eingeben, Einwohner gezählt hat und die Wachstumsrate ist 0,6%, das heißt der Wachstumsfaktor 1,006. Das Ganze noch hoch t und so sieht diese Funktion aus. Ich habe sie c von t genannt, c für China, weil ich die Funktion ja dann von der zweiten Funktion unterscheiden muss. Gut, jetzt, wo ist die Funktion, vor allem wo ist der Graph der Funktion? Nun, der Anfangswert ist der 1287, der ist also hier ganz weit oben. Wie kann man das sichtbar machen? Es gibt eine Möglichkeit, mit der rechten Maustaste irgendwo in den Hintergrund zu klicken und dann könnte man hier bei x-Achse zu y-Achse 1 zu 500 einstellen. Und schon sieht man die Funktion. Ist noch nicht besonders schön, aber ich werde dann nachher zeigen, wie das Ganze besser sichtbar gemacht werden kann. Ich gebe jetzt zuerst mal die Funktion für Indien ein. Die nenne ich i von t ist gleich. Anfangswert ist hier 1049,7 und die Wachstumsrate ist 1,47%, also Wachstumsfaktor deshalb 1,0147. Das Ganze wieder hoch t und hier haben wir die Kurve für Indien. Gut, das sieht jetzt noch nicht wahnsinnig schön aus. Es wäre zum Beispiel gut, wenn man die x-Achse hier mehr stauchen würde. Dazu halte ich die Shift-Taste, also die Umschalttaste gedrückt. Fahre mit der Maus zur x-Achse und verschiebe das Ganze jetzt bei gedrückter Maustaste nach links. Genauso kann ich mit gedrückter Shift-Taste das ganze Zeichenblatt verschieben und kann natürlich auch hier die x-Achse ein bisschen dehnen. Noch besser sichtbar würde es allerdings, wenn die x-Achse nicht hier unten bei 0 schneiden würde, sondern hier oben bei 1000. Und auch das kann ich einstellen. Ich klicke wieder mit der rechten Maustaste in den Hintergrund, wähle ganz unten Grafik und lege hier bei den Einstellungen für die x-Achse fest, dass sie nicht bei 0, sondern bei 1000 schneiden soll. Ja, jetzt kann man das Ganze hier ein bisschen runterschieben, alles mit gedrückter Shift-Taste und hier auseinanderziehen, so lang, bis es so aussieht, wie man es gerne hätte. Ja, schaut doch viel besser aus. Ja, was kann ich noch machen? Ich kann die einzelnen Funktionen mit gedrückter rechter Maustaste noch ein bisschen schöner gestalten. Also ich könnte zum Beispiel diese Funktion wirklich mit China beschriften und dann sagen, dass er diese Beschriftung anzeigt. Ich kann die Farbe ändern, also zum Beispiel orange. Ich kann den Strich dicker machen und dasselbe geht natürlich für Indien auch. Indien, Darstellung, Strichstärke, Farbe, naja, zum Beispiel blau. Und in den Grundeinstellungen lege ich die Beschriftung fest für Indien und sagt dem Programm wieder, GeoGebra soll hier die Beschriftung anzeigen. So, ja, und das ist da schon direkt brauchbar. Könnte man auch direkt so ausdrucken. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit, nämlich man soll berechnen, wann die Bevölkerung von Indien die Bevölkerung von China überholt. Das wäre also genau hier der Schnittpunkt und diesen Schnittpunkt kann ich hier oben im Menü wählen. Hier dieser Bereich bezieht sich auf Punkte und wenn man hier in dieses kleine Dreieck klickt, kriegt man einige andere Menüpunkte, zum Beispiel Schneide. Und jetzt kann ich sogar direkt auf diesen Schnittpunkt hier klicken.
und bekomme, so, ich wähle wieder das Auswahlwerkzeug und bekomme hier angezeigt 23, ja, sagen wir 23,7 Jahre dauert es, bis dieser Schnittpunkt hier erreicht wird. Und jetzt muss man noch wissen, das Jahr 0 ist das Jahr 2003. Das heißt, wenn ich das mit den, sagen wir, rund 24 Jahren noch addiere, dann hätten wir 2003 plus 24 ist in etwa im Jahr 2027 überholt die Bevölkerung von Indien die Bevölkerung von China. Ja, das war's.